Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA haben jetzt einen Bluttest entwickelt, mit dem sich ein Großteil der Tumorerkrankungen in einem sehr frühen Stadium erkennen lassen. Das ist genau das, an dem Forschungsteams weltweit seit Jahren tüfteln. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle wichtigen Facts zu diesem Bluttest, der wirklich weltweit für Aufsehen sorgt. Was kann er wirklich und bedeutet das jetzt, dass wir Krebs endgültig den Kampf wirklich ansagen können? Jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Schon lange sind Forschungsteams auf der Suche nach Methoden, die es möglich machen, die Diagnose von Krebs alleine auf der Grundlage einer Blutprobe zu stellen. Und das möglichst früh, damit der Kampf auch gegen die tückischen Krebsarten nicht schon gleich mit der Diagnose verloren ist. Seit 2016 gibt es in der Schweiz einen Bluttest, mit dem man Darmkrebs diagnostizieren kann. Die USA haben nachgezogen und 2017 den ersten blutbasierten Screening-Test zum Nachweis von Darmkrebs auf den Markt gelassen. Das alles erscheint aber wirklich klein gegen das aktuelle Forschungsergebnis, das in der wirklich renommierten Fachzeitschrift Science präsentiert wird. Ein Forschungsteam der Columbia University stellt darin eine neue Methode zur Früherkennung von Krebs vor. Und jetzt haltet euch fest, demnach sei es möglich, gleich 8 und damit sind wirklich ein Großteil der Krebsarten dabei, in einem frühen Erkrankungsstadium nachzuweisen. Tumore in Brust, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Magen, Leber, Eierstöcken, Darm und Speiseröhre. Das klingt alles wirklich erst einmal wow. Doch wie genau soll das funktionieren und ist diese Publikation tatsächlich seriös? Das Forschungsteam nutzt für die sogenannte Flüssigbiopsie, Liquid Biopsy, zum Verständnis, wenn größere Tumore entstehen, zerfallen oft Krebszellen, die dann ins Blut ausgeschwemmt werden. Dazu gehören auch Proteine, die als Tumormarker schon heutzutage genutzt werden, um den Krankheitsverlauf zu kontrollieren. Aber auch DNA-Bruchstücke werden frei, die dann im Blut zirkulieren. Der neue Bluttest mit dem Namen CancerSeek, also Krebssuche, kombiniert die Suche nach 8 charakteristischen Proteinen mit der Suche nach der DNA von 16 Krebsarten. Die beteiligten Forscherinnen und Forscher glauben, dass der Test später dann nur etwa 500 US-Dollar kosten wird. Das ist weniger Geld als eine Darmspiegelung in den USA kostet und dafür notwendig einzig und allein eine einzige Blutprobe. Der Test wurde bislang an rund 1000 Patientinnen und Patienten durchgeführt, die meisten im Stadium 2 oder 3 und tatsächlich die Sensitivität der Gesamtgruppe lag bei den 8 Krebsarten im Gesamten bei 70%. Das heißt, durch die Anwendung des Tests wurde bei 70% der Patientinnen und Patienten die Erkrankung tatsächlich korrekt erkannt. Weiter zeigte sich, dass der Test zuverlässiger Ergebnisse liefert, je weiter die Krebserkrankung fortgeschritten war. Besonders hoch war die Trefferquote bei Eierstock- und Lungenkrebs. 98% der Erkrankungen wurden auf Grundlage des Bluttests identifiziert. Anders dagegen sah es bei den Brustkrebspatientinnen aus. Hier wurden anhand der Blutproben nur ein Drittel der Erkrankten erkannt. Dazu kommt, in einer Kontrollgruppe wurden 7 von 800 Personen als krebskrank identifiziert, fälschlicherweise, denn sie waren absolut gesund. Andere Expertinnen und Experten weltweit sehen die Studie deswegen auch durchaus kritisch. Ein großes Manko sei eben die hohe Gefahr für falsche positive Testergebnisse. Im Klartext, es ist nicht ausgeschlossen, dass gesunde Menschen die Diagnose Krebs bekommen. Das führe zu unnötigen und kostspieligen Untersuchungen und zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung. Aber auch Ärzte und Ärztinnen könnten verunsichert werden und etablierte Vorsorgemethoden wie etwa Mammografien oder Darmspiegelungen weniger nutzen. Das würde im schlimmsten Fall bedeuten, dass eine Krebserkrankung unerkannt bleibt und für den Patienten oder die Patientin tödlich endet. Von der AG Molekularpathologie der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, DGP, heißt es in einem offiziellen Statement, um die Methode anzuerkennen, sei es notwendig, Zitat, eine einzelne an Krebs erkrankte Person ohne Symptome aus mehreren 100 gesunden Personen und Personen mit anderen Erkrankungen korrekt erkannt werden. Und das ist bisher nicht der Fall. Trotzdem ist es natürlich wahnsinnig spannend und ein absolut sensationeller Ansatz. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Krebsbehandlung zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und am Anfang gibt es noch ein kleines Goodie. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter, dafür draufklicken. Mit Krebs mit Smartphone diagnostizieren. Noch ein anderer revolutionärer Ansatz. Ansonsten bis dann. Genau so geht's. Bleibt dran.